Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lost Ember. Ich bin jetzt mal wieder ausgehört, zu spät dran. Heute ist Montag, der 21.06. Ja, ihr hört es richtig. Ich nehme es tatsächlich jetzt an dem Tag auf, wo es rauskommt. Gestern war es leider viel zu heiß. Ich habe dann in der Früh noch was geschnitten und habe das Ganze dann total versemmelt, dass ich noch was aufnehmen muss. Die Bella hat dann hat dann nachmittags so gesagt, ja, ich dachte dann, weil ich in der Früh ihr nicht geantwortet habe, ich habe die Nachrichten ewig im Ding nicht bekommen, bei Telegram gab es irgendwie Probleme wieder mit den Push-Benachrichtigungen und habe mir dann gedacht, okay, sie hat nicht geschrieben, da kann ich ja jetzt was anderes machen und so, dann schneide ich halt Videos. Und dann sagt sie so, ja, ich wollte die nicht stören und so, und ich dachte einfach, du hast vielleicht aufgenommen oder so und deswegen nicht geantwortet. Und ich dann so, oh scheiße, Aufnahme. Und das war dann aber, als wir dann schon Multiplayer-mäßig unterwegs waren und da auch noch aufgenommen haben. Und dann dachte ich mir so, nein, ich habe vergessen, Lost Ember aufzunehmen. Ja, und ich wollte eigentlich noch nachschauen, wie wir jetzt hier hochkommen. Habe ich aber auch wieder versemmelt. Ich gehe jetzt mal nochmal in den Steinbock. Also wir müssen ja hier Steinbock-Action machen. Die Erinnerung erneut anschauen. Das war die Erinnerung mit dem Wolf. Wir müssten irgendwie hier hoch, aber wie will ich hier hochkommen? Können wir weiter hinten vielleicht schon hoch oder so? Hier drüben. Ich weiß halt nicht, inwieweit der Steinbock hochklettern kann. Wahrscheinlich nicht hoch genug. Ja, da ist die Frage, wie komme ich da jetzt hoch? Ich gehe jetzt mal nochmal runter und schaue mir das Ganze von unten an. Vielleicht bekomme ich dann einen besseren Blick darauf und sehe dann, wie wir hochkommen. Jedenfalls habe ich die Lost Ember Aufnahme gestern total versemmelt. Und ja, hat mich dann doch schon ein bisschen aufgeregt, wo ich mir dann gedacht habe, nein, das hast du jetzt vergessen. Dann kommt man hier hin, dann kommt man auch wieder irgendwo hin. Können wir da unten lang? Das weiß ich nämlich gar nicht. Also wir waren ja, glaube ich, beim letzten Mal in diesem Sandsturm. Okay, ich schaue jetzt mal. Also wir können hier rauf, da rauf und wir müssten irgendwie nach da oben. Aber wie kommen wir da hoch? Ist das irgendwie ein Bug? Fehlt mir da irgendwas? Muss ich doch unten lang? Kann ich unten lang? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das nicht ausprobiert beim letzten Mal. Ich kann hier unten gar nicht lang. Das ist total doof. Ja, wir haben natürlich keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben letztes Mal gesehen, dass sie sich hier mit dem Wolf das erste Mal getroffen hat. Also mit diesem Wolfsbaby, sage ich jetzt mal. Und das war jetzt auch mehr auf der Flucht, wo sie das Wolfskind kennengelernt hat. Da könnten wir hoch, aber da kommen wir auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt hier eigentlich nicht die ganze Zeit umeinander eiern. Also ich sehe ja, dass es hier oben weitergeht. Hier oben ist ja noch tatsächlich dann... das ist halt schon sehr gefährlich. Da komme ich aber auch nicht wirklich hoch. Oder komme ich da hoch? Nee, ich komme hier gar nicht lang. Hier ist Alpha-Wand. Hier ist Alpha-Wand! Ja, sie war ja da auf der Flucht und wie gesagt, da muss es ja irgendwie hochgehen. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr hoch, oder? Doch. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hier ist ein Teil der Zivilisation, das ist mir klar. Wird es hier irgendwo gezeigt, wie man hochkommt? Ich schau mal schnell. Gucken wir mal nochmal schnell an. Genau, sie ist ja hier geflüchtet vor ihrem Vater, wo wir ja uns mittlerweile einig sind, dass sie bewusst den Vater auf ihre Spur gelegt hat. Und da war ja das verletzte Wolfsjunge. Genau. Kannst du ihm helfen?
Sie hat ihm ja dann geholfen, das wissen wir ja noch. Sie hat den Stein dann von ihm runtergelupft. Runtergehoben, bei uns heißt es lupfen. Aber gut, ist nicht so wichtig. Genau. Vielleicht gibt es da einen Hinweis, wie wir hochkommen. Du konntest schon immer gut mit Tieren umgehen. Ja gut, die Frage ist, woher weiß er, dass sie mit Tieren gut umgehen konnte? Gell? Das kann er nur wissen, wenn es tatsächlich der Vater war. Er sich aber nicht daran erinnern kann, vielleicht. Oh nein! Dieses Oh nein! Kriegt gleich wieder Gänsehaut. Okay, die sind da oben. Also müssen wir ja irgendwie da hoch, oder? Ah, da kommen wir doch nicht weiter, oder? Doch, da geht's irgendwie weiter. Am Fels entlang. Kann ich die Szenen schneller durchswitchen? Nicht wirklich, nee. Wir müssen ja irgendwie da hoch. Also ich denke, dass sie ihr das Wolfsjunge dann, oder dass der Wolfsjunge vielleicht ihre Seele dann aufgenommen hat, weil in der Zeit ist er ja gerade herangewachsen oder vielleicht das nächste Wolfskind dann. Aber da geht's auch nicht lang. Anscheinend hast du neue Freunde. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Das ist doch ein Witz. Die haben zumindest schon mal keine Angst. Das ist ganz gut. Können wir mit dem... Okay, wir können mit dem nicht boxen. Wir sind, glaube ich, letztes Mal schon hier runtergesprungen, oder? Wir können hier gar nicht runterspringen. Wir können hier nicht runterspringen. Wir können auch nicht auf den Felsen auf. Aber es muss doch hier irgendwo lang gehen. Hier geht es ja nur bedingt, begrenzt weiter. Da geht es eben nicht wirklich weiter. Wir müssen eigentlich hier hoch. Leute, ich check's nicht. Ich check's halt überhaupt gar nicht. Wir müssen ja irgendwie... Aber ich kann hier gar nicht runterspringen. Ich sehe jetzt aber hier auch keine Vögel nicht. Wo man sagt, wir könnten hochfliegen oder so. Also Leute, ich werde mal die Aufnahme schnell pausieren und werde mal gucken. Vielleicht finde ich was dazu. Ich habe keine Ahnung. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich habe gerade leider in einem anderen Walkthrough es schauen müssen, weil ich auch nichts zu einer, in Anführungsstrichen, Komplettlösung gefunden habe. Weil klar, es ist jetzt nicht unbedingt das Game, wo man groß schauen muss, wie man weiterkommt. Man muss hier die Wand entlang laufen. Der hat auch hier einen Schnitt drin gehabt. Das hat man im Video gesehen, weil das Tier plötzlich woanders stand, jetzt hier vorne. Und man muss tatsächlich hier entlang laufen. Da musst du erstmal drauf kommen, dass der Steinbock hier einfach ohne Probleme die Wand entlang laufen kann. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Wir könnten schon seit Ewigkeiten weiter sein. Das ist ja riesen. Das ist ja riesig hier. Aber nur das habe ich jetzt gerade geguckt und ich dachte mir so, es muss doch hier irgendwo weitergehen. Und sehe dann, dass er auch einen kurzen Cut drin hat, weil er es wahrscheinlich auch nicht gleich realisiert hat. Und wahrscheinlich vielleicht auch ewig überlegt hat. Dinge rammen. Die Ziege kann einige Wände einrammen, wie der Büffel, wenn sie schnell genug ist. Okay, aber wieso sollte ich jetzt hier was einrammen? Also, ich meine, es ist ja jetzt hier nichts Großartiges, wo ich sage, das muss ich unbedingt rammen. Es war sicher nicht einfach, hier durchzukommen. Wohin wolltest du denn? Ich will den Pilz aktivieren. Das weiß ich nicht, wohin ich wollte damals. Das war... Also es wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Okay. Also hier kann man jetzt wirklich nicht lang. Aber also das... Da muss ich erst mal drauf kommen, dass du hier tatsächlich die Wand entlang laufen musst. Das ist schon heavy gewesen.
Okay, ich kann hier nichts rammen. Könnte ich vielleicht die Mauern runterrahmen? Würde aber nichts bringen an sich, wenn wir ehrlich sind. Ach, das ist schon heftig. Da wäre ich halt nie und nimmer auf die Idee gekommen, dass ich da die Wand hochlaufen muss. Ich habe es ja auch nicht ausprobiert, weil ich wollte nicht runterfliegen. Es tut mir leid, dass wir jetzt so lange umeinander geeiert haben, deswegen. Aber ja, wir sind ja jetzt weitergekommen. Wir haben die Ziegen doch noch richtig verwendet. Ich weiß ja, dass Steinböcke an ziemlich steilen Hängen entlanglaufen können, aber dass die halt einfach mal so da an der Wand entlangläuft, habe ich natürlich auch nicht wissen können, gell? Okay, die nächste Erinnerung. Schauen wir doch mal. Okay, hier war früher ein riesiger Weg und der ist komplett eingefallen. Das ist krass. Beeindruckend. Der Bau muss Jahrhunderte gedauert haben. Es ist halt nichts mehr da, gell? Es ist halt so gesehen nichts mehr da. Dieses Volk war noch ehrgeiziger, als wir es waren. Aber sie sind nicht fertig geworden. Ja, nicht nur das, sondern... Was ist hier nur passiert? Sie haben anscheinend auch nicht überlebt. Weil es ist ja niemand mehr da. Es ist ja auch vom eigenen Volk nichts mehr da. Also im Grunde genommen sind die ganzen Völker ausgestorben. Ob das jetzt war, weil sie sich gegenseitig niedergemacht haben oder so, das weiß ich ja jetzt nicht. Oh Gott, ich muss hier echt wieder an der Wand entlanglaufen. Okay, das ist schon echt mehr als heavy. Also als Wolf brauchst du definitiv nicht lang. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie wir weiterkommen, dass wir an manchen Dingen wirklich an der Wand entlang laufen müssen. Huh! Okay, Gott sei Dank. Oh, das ist schon... Ich habe ja Höhenangst an sich und bei so Spielen, wo es dann schon um Höhe geht, kriege ich dann schon immer so ein bisschen... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich sag hier gerade noch, ich habe Höhenangst und die machen sowas. Ich weiß, dass man hier sofort instant wieder spawnt, wenn man jetzt irgendwo runterfällt, aber hey, das gerade eben. Wie komme ich jetzt hier weiter? Okay, wir müssen jetzt hier wieder flattern. Okay, nee, hier müssen wir nicht lang. Ich glaube, wir müssen schon... Okay. Doch, wir können hier unten lang. Also, die fliegen ja hier lang, aber ich glaube nicht, dass das ein Muss ist. Okay, wir können hier oben nicht durch, weil wir müssen zuerst nach oben. Weil hier ist wieder der klassische... Also ich denke ja, wir müssen hier hoch. Müssen wir auch. Ja, die Bergziege hier war. Und von hier aus kommen wir dann weiter. So, ja, jetzt sind wir wieder eine Bergziege. Aber das war gerade... Ja, ich leide an Höhenangst und so. Auch in Spielen ist es ganz schlimm, wenn ich irgendwelche Höhen habe. Und dann, zack, bricht der ganze Schmarrn weg. Und du stehst da und denkst dir so... meine Nerven... Okay. So ein edles Tier haben wir jetzt hier noch nicht gefunden, gell? Also praktisch wieder ein ganz spezielles. So, jetzt sind wir hier. Decken wir das doch mal auf. Oh, sie hat wieder ein Feuer gemacht, damit er sie ja wieder findet. Okay. Es war definitiv eine Fährte, die sie ihm gelegt hat. Was tun sie da? Die Wölfe töten. Für manche Menschen gibt es kein Tierreich. Die töten einfach alles, was ihnen über den Weg läuft. Sehr frustrierend. Aber was ist mit...
Sie haben also im Prinzip alles niedergemacht, was ihnen irgendwie in den Weg gekommen ist. Er hat's geschafft. Ach du Scheiße. Da habt ihr euch wieder. Die haben einfach alle niedergemacht. Tut mir leid, das ist doch sehr scheiße. Ich muss echt gerade weinen. Für mich ist das unbegreiflich. Das ist auch letzten Endes der Grund, warum ich damals keine Landwirtin geworden bin, warum ich den Berufszweig Landwirt nicht weiterverfolgt habe. Weil ich einfach das auch nicht ertragen konnte, dass in der Landwirtschaft, gerade in der, ich sag jetzt mal, Nutztierhaltung beziehungsweise in der Milchindustrie, sind Kälbchen halt einfach nur, ja, sie sind halt einfach notwendig, weil sonst die Milchkuh natürlich keine Milch gibt. Ist ja wie bei Frauen in der Schwangerschaft, also normale Frau gibt ja auch nur Milch, wenn sie ein Kind bekommen hat oder bekommt. Und in der Milchindustrie ist es ja leider nicht anders. Das heißt, Kälbchen sind halt so nach dem Motto, ja, sie sind halt das kleinere Übel, man braucht sie halt, sonst geht's nicht. Klar. Und jetzt ist halt so, dass das halt einfach Tiere, also Arbeitswerkzeug ist. Tiere sind wie in anderen Industrien mehr oder weniger. Der Schraubenschlüssel ist in der Landwirtschaft halt mehr oder weniger die Kuh, Arbeitsmittel. Und das hat mich immer sehr traurig gemacht, wenn ich dann auf irgendeinem Milchviehhof war, wo dann die Tiere in ihre, also die Kälbchen in ihren Boxen getrennt waren von der Mutter. Also die sind nach der Geburt sofort natürlich in diese Kälberboxen gekommen und waren dann da inmitten auf dem total heißen Hof gestanden und ja, waren dann da alleine und das hat mich immer sehr, sehr traurig gemacht und das war dann auch ein Grund, wo ich einfach gesagt habe, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, dass Tiere sind halt für mich auch Kühe, sind für mich Lebewesen und ja, es war halt für mich einfach kein Ding, was ich machen konnte. Ich konnte es nicht. Es wäre dann, landwirtschaftliche Ausbildung ist ja so, dass du ein Jahr Berufsgrundschuljahr hast und 2 Jahre dann auf dem Hof und dann immer bloß einen Tag Berufsschule. Und für mich war das dann halt so, ja, wenn wir dann immer auf unserem Praxishof am Freitag waren, da ging es dann auch mal darum, den Kälbern Ohrmarken durchs Ohr zu jagen. Ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht und habe dann für mich beschlossen, ich kann das nicht machen. Das ist was. Für mich sind Kälbchen und alle anderen Tiere einfach, ja, das sind für mich Lebewesen. Und wenn dann halt mal ein Kälbchen nach der Geburt gestorben ist, dann war das halt einfach mal tot inmitten vom Stall gelegen, bis es halt dann der von der Tierverbrennung abgeholt hat und bis dahin war halt das Kälbchen einfach so im Hof gelegen und das war für mich ganz schlimm. Ja, und deswegen bin ich nie Landwirt geworden. Da drüben ist einer. Kommen wir da hin? Bestimmt. Bestimmt. Da muss ich hin. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Weil ich muss die jetzt hochladen und die muss bald raus. Ich sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass ich euch hier voll heul und so ein bisschen erzähle, warum aus mir keine Landwirtin geworden ist. Ja, und ich würde sagen, ich freue mich beim nächsten Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Ade, Wasche und danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüssi.